Krieg. Munition. Sehr schön, nehmen wir mit. Und noch mehr Schießpulver. So, für Holzkratte habe ich gerade keinen Platz mehr im Inventar. Ja, ja, du bist ein ganz toller, weißt du? Tschüss. Wer stört? Scheißdreck. Ja, das hat mir auch gedacht, Claire. Die hat ein bisschen Munition. Dankeschön. Man's Locker Room. Ah ja. Ich bin keine Expertin, aber ich glaube, das ist zu heiß, um da durchzugehen. Aha, hier brauchen wir wieder eine Kombination. Ich hasse es! Zum Schießen, ey! Ey, halber Herzinfarkt! Tragbarer Tresor. Ja, schön. Kein Platz im Inventar. Ich schieß Pulver für ab. Kann ich nicht ablegen. Ah, sehr schön. Dann kann ich das jetzt damit kombinieren und habe doppelt Munition. Komm, einfach auf den freien Platz. So, was haben wir hier? Anleitung für tragbaren Tresor. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe auszuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Okay. Also wenn alle Lampen leuchten, dann ist der Tresor offen. Das ist doch schön. So, die Granaten lasse ich mal. Ich habe keinen Granatwerfer. Wozu also die Granaten mitnehmen? Das ist doch Quatsch. Solange ich keine Inventarerweiterung habe, klumpt mir das nur unnötig das Inventar zu. Wieder rotes Kraut, das unkombiniert wertlos ist. Ich habe da gerade noch einen Zombie auf der Treppe erschossen. Das warst aber nicht du. Hallo. Liegen bleiben. Da brauche ich auch wieder eine Kombination. Ist unfassbar, wie viele Kombinationen ich hier brauche. Da wird mir auch der tragbare Tresor nicht weiterhelfen. Fürchte ich mal. Ein Schlüssel. Man weiß noch nicht wofür. Aber wahrscheinlich wird er irgendwas öffnen. Wie das Schlüssel ebenso machen. Was war das? Jetzt kommen die Viecher mit der langen Zunge wieder. Glaube ich. Die schön an der Decke kraucheln können und dann immer so froschartig mit ihrer Zunge ausholen. Meiner Freundin gespielt. Was war das? Die Umbrella Chronicles? So, kein Platz für Holz. Diese Clownspuppe ist ja auch traumhaft schön und das Bild da unten erst. Das macht einem ja Albträume.
an alle Überlebenden. Betrachte dies als Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Halte die Augen nach den unheimlichen Mistkerlen offen, die wie gehäutet aussehen. Wir nennen sie Licker. Sie sind zwar blind wie Maulwürfe, besitzen dafür aber einen überragenden Hörsinn. Solange man nicht wie ein Volltrottel ballernd durch die Gegend rennt, kann man an ihnen vorbeischleichen. Wahrscheinlich. Mach das einfach wie meine Oma. Geht so langsam wie möglich an den Dingern vorbei. Ich muss jetzt los, die Pflicht ruft. Und außerdem muss ich einen Freund rächen. David. Ich bin mir sicher, auf die Licker treffen wir jetzt gleich auch höchstpersönlich. Und dann wird sich zeigen, wie gut wir an denen vorbeischleichen können. Aber der Jumpscare, dass der Zombie da vorhin aus dem Schrank rausgefallen ist, die Nummer haben sie schon mal gebracht. In Resident Evil Zero, im Zug. Habe ich damals auch nicht mitgerechnet. Kühlschrank geht auf, Zombie kommt raus. Klasse. Das waren da Zochkombüse. Fängt bitte zweimal dasselbe Bild auf. Also nebeneinander. In einem Gebäude kann man das ja gerne mal machen, aber... Was willst du denn jetzt? Bleib doch mal liegen. Ah, ich kann hier raushüpfen. Nein, kann ich nicht. Ich geh mal eben speichern. Sicher ist sicher. Ich hoffe, das mit den übersprungenen Frames macht sich nicht zu sehr für euch bemerkbar. Ich kann das gerade nicht ganz nachprüfen. Ich sehe hier nur übersprungene Frames erkannt 25% innerhalb der letzten 2 Minuten. Da kommt man auch nicht wieder rein. Das finde ich spannend. Und es führt hier kein anderer Weg lang. Also, was machen wir? Wir haben einen tragbaren Tresor. Damit können wir bestimmt den Tresor erstmal in dem Räumchen da vorne öffnen. Und du bleibst liegen, Dicker. Du stehst ja schon wieder. Du Arschloch! Echt mal. Ich hab dich schon erschossen. Ist jetzt langsam mal Ruhe, ja? Ist ja nicht die Möglichkeit. Okay, ich hatte gehofft, ich würde vielleicht irgendwelche Klicks hören oder sowas. Wie das ja manchmal bei Tresoren so der Fall ist. Ja, uns geht's gerade nicht so gut, aber ja. Inventar öffnen ist klar. Benutzen Heilspray, uns geht's wieder blendend. Ed muss ja auch sein Gutes haben, dass wir das dabei haben. So, hier kamen wir, glaube ich, auch nicht durch. Was ist mit dem Schlüssel? Traumhaft. Ach, hier sind wir jetzt wieder.
Da bist du ja. Komm her. Was ist los? Siehst du das? Oh mein Gott, er lebt noch. Du kennst ihn? Ja, das ist Liam. Kennedy oder so. Oh, der Neue. Kam mir gleich bekannt vor. Du kommst zu dem Hof da. Die Stufen hoch, Ostseite. Okay, danke, bin unterwegs. Ich weiß auf alle Fälle, was du mit aufgespritzten Lippen meinst, Schatzi. Wenn es sieht ein bisschen komisch aus, ne? Die Lippen hätten es auch ein bisschen dezenter machen können. Legen wir mal einen kleinen Affenzahn zu hier. So. Den Schlüssel haben wir ja dankenswerterweise noch. Der passt hier auch direkt. Weiß auch nicht, ob die Spiele noch so zuvorkommend sind, einem zu sagen, dass man ein Objekt nicht mehr braucht und ob man es wegschmeißen möchte. Das fand ich bisher immer sehr praktisch. Eine Königsstatue. Das ist aber ein schönes Zepter, mein Freund. Ich habe leider nichts für dich. Obwohl, wenn ich das dann nehme, linker Arm. Und wie Sie sehen, passiert gar nichts. Vielleicht müssen wir ihm noch irgendwas in den Arm legen. Eine Schlüsselkarte. Raccoon Magazine, Artikel Der rote Stein. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte. Die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde. Der Diamant, der eine Königin auf die Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben und sogar einem weisen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihm jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieses Juwel hat gutmütige Adlige in schlimmere Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Okay. Hier fehlt uns eine Kurbel. Und ich höre komische Geräusche. Es hört sich fast an wie ein Helikopter. Klar. Kracht einfach mal in die Hausfassade. Und es rumpelt nur ein bisschen. Sonst noch was? Das ist bescheuert. Hey! Claire? Leon? Ich bin gleich da! Fump. Leon, eine verschlossene Tür ist eine verschlossene Tür. Wir sollten aufhören mit diesen Treffen. Geht's dir gut? Polizeihubschrauber. Wie aus dem Nichts? Ja, bestens. Flirten die miteinander? Du hast wohl auch keinen Schlüssel. Nein, leider nicht. Ist schön, dein Gesicht zu sehen. Wie schlägst du dich? Ich klar, flirten die miteinander. Höllische Nacht, was? Was von deinem Bruder? Ja, tatsächlich. Erst. Ja, so stelle ich mir eine Explosion vor. Gerade wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden. Leon, du solltest gehen.
Sorg dich nicht um mich. Bring dich einfach in Sicherheit. Nein, Leon, wirklich. Die sind gleich durch den Zaun. Bitte, geh schon. Wir schaffen das. Beide. Oh. Ich spüre eine romantische Spannung zwischen den beiden. Hey, Marvin. Das ist Evil. Hier sind überall Zombies. Marvin? Marvin, sind Sie da? Marvin? Gott, das darf nicht wahr sein. Ah, was haben wir denn hier? Ein Schneidwerkzeug. Und wir haben keinen Platz dafür. Yippie-yay. Sekündchen. Kann ich das? Jawohl. Erfolg freigeschaltet. Anpassung. Super, jetzt haben wir auch Platz. Jungs, ich empfehle mich, ne? Hier sieht es ja auch wunderprächtig aus. Und mit dir, Keule. Achso, jetzt sind wir wieder hier, alles klar. Ich hatte kurz leichte Orientierungsschwierigkeiten. Was zum Teufel? Ja. Eine ausgezeichnete Frage. So, jetzt warten wir wieder durch den Haus-Swimmingpool hier. Hier schon drin? Ja, der Raum kommt mir bekannt vor. Na, wer von euch Schnuckis steht zuerst auf? Hm? Mir fehlt uns immer noch eine Sicherung. Scheiße. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Hier drinnen war ja ansonsten so nichts, ne? Ich hatte damals einem YouTuber dabei zugesehen, wie er Resident Evil 2 Remake gespielt hat. Ja, ich habe das Spiel schon gesehen. Muss ich einfach mal so eben zugeben. Er hatte es aber auf ultra schwer gespielt, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, den man überhaupt spielen kann. Ich glaube, zum fraglichen Zeitpunkt, wo ich mich jetzt befinde, ist Mr. X schon zweimal hinterhergerannt. Ah. Also sozusagen fast unbesiegbarer dieses Spiels. Man kann ihm mit normaler Waffengewalt kann man ihm eigentlich nicht anhaben. Na, guckst du die Bücher im Schrank an, ja? Ach bitte, komm doch rein. Du musst doch nicht draußen im Regen stehen. Oh nein. Oh doch. Lass mal eben nachklären. Ach, du willst weiterarbeiten? Nö, danke. Darfst schlafen. Ein Elektroteil. Man nennt es auch Sicherung. Ja. Defizite in der Inventarnutzung. Ich bin begeistert. Echt jetzt? Ja. Verdammte Scheiße. Ich muss sagen, ich finde das schon fast ein bisschen lustig.
Hier gibt es ein Ventilrad. Verdammt, ich habe keinen Platz im Inventar. So, mal hier. Hochwertiges Schießpulver weiß. Kann ich auch nicht mitnehmen. Liegt so viel Zeug rum. Und gerade zwei Dinge, die ich brauche. Einerseits, um das Tor wieder hochzurattern. Also ich werde gleich irgendwas ablegen müssen. Was haben wir denn hier? Eine Blendgranate, auch schön. Blendgranaten. Zum Verwenden im Inventar ausrüsten, betäubt Gegner im Wirkungsbereich sicher. LB bereithalten, RT werfen. Kann zum Kontern, LB verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde, aber die Effektivität ist dadurch stark reduziert. Gut. Einpacken kann ich es eh nicht. Kein Platz im Inventar. Man kennt das Problem. Normales Schießpulver. Ich finde es schade, dass sie einem hier nicht gleich die Option anbieten, kombinieren. Sonst hätte ich das gleich mit der Munition kombiniert, falls möglich. Wird aber wahrscheinlich nicht möglich sein, weil mir dafür Komponenten fehlen. So, weg mit dem Stuhl. Wer braucht denn bitte den Stuhl da? So, gut. Es hilft kein Meckern und kein Zetern. Brauchen Platz im Inventar. Weil ich verschwenderisch bin, schmeiße ich das weg. Dann nehme ich das. Setze das Teil ein. Geh wieder in den Raum zurück, hol das Ventilrad. Eben nachdenken. Wir hatten vorhin irgendwo eine Stelle. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Da mussten wir eine Kurbel suchen und einsetzen. Marvin, bist du noch da? Oder bist du jetzt auch zum Zombie geworden? Okay, muss mich beeilen. Gut, wir haben noch kein zweites Medaillon. Ah ja, richtig. Die ihm erst am Schloss rüttelt. Bist du sicher? Wollt mir das Buch aber ausleihen. Na gut, ich nehme auch das Hörbuch. Na mal Specki. Haust du jetzt mal hin? Schmeckt's? Oh schön, ich kann die Schränke verschieben, das ist ja... Oh, gute Frau. Soll die einfach liegen bleiben? Okay. Hier brauche ich so eine Art Hebestange. Hebestange, Hebelstange, was weiß ich. Na, eben eine Stange. Um das Ding anzuheben. Es scheint offensichtlich erstrebenswert zu sein, über diese Schränke drüber hüpfen zu können. Wegen jetzt hingeraten.